Im bayerischen Kelheim wird durchgehend geimpft. Vor allem Boosterimpfungen werden nachgefragt. Erstimpfungen machen hingegen nur noch 5% aus. Hier ist man ratlos, wie man diejenigen erreicht, die sich immer noch nicht gegen Corona haben impfen lassen. Wir hatten Bratwürste zum Impfen, wir haben auf dem Schiff geimpft, wir hatten alle möglichen Sonderaktionen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo wir sagen, okay, an Ideen scheitert es nicht, aber was sollen wir denn noch machen? Wie kann man denn noch den Anreiz schaffen? Eigentlich sollte der Anreiz einer Impfung sein, dass man sich vor einer Erkrankung schützt. Etwa 13 Millionen Erwachsene in Deutschland sind ohne Impfschutz ins neue Jahr gestartet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigt sich darüber sehr besorgt. Denn Omikron könnte so ansteckend sein, dass bald nahezu jeder und jede mit dem Coronavirus in Kontakt kommt. Und auch wenn die neue Variante laut Studien seltener schwer krank macht, gilt das vor allem für Geimpfte und Geboosterte. Keine Entwarnung gibt es hingegen für ältere Ungeimpfte, mahnt Lauterbach. Die deutsche Impflücke und die unklare Datenlage lassen auch Intensivmediziner noch nicht aufhalten. Der Anteil der Omikron-Fälle, die wir dann im Krankenhaus sehen und dann auf Intensivstationen, ist noch deutlich überschaubar. Wir haben in den letzten Tagen einen Rückgang der Intensivbelegung mit Covid-19 gesehen. Das kann aber durchaus die Ruhe vor dem Sturm sein. Hoffnung macht zumindest das Medikament Paxlovid. 1 Million Einheiten hat sich die Bundesregierung bereits gesichert. Noch in diesem Monat soll es zugelassen werden. Das Mittel eignet sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten.